Wenn du hochsensibel bist, weißt du, wie intensiv du die Welt erlebst. Diese Intensität kann dich bereichern, aber auch herausfordern, besonders wenn du mit Menschen zu tun hast, die deine Hochsensibilität nicht verstehen. Oft bekommst du Sätze zu hören, die scheinbar harmlos klingen, dich aber tief treffen und verletzen können. Worte haben für dich als hochsensiblen Menschen eine besondere Macht und manche Aussagen fühlst du stärker als andere. Sie treffen dich im Herzen und hinterlassen Spuren, auch wenn sie vielleicht gar nicht böse gemeint sind. Welche Sätze das sind, das erfährst du in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du bist viel zu empfindlich. Das ist einer der häufigsten und schmerzhaftesten Sätze, die du als Hochsensibler zu hören bekommen kannst. Es fühlt sich an, als würde dir jemand vorwerfen, dass deine Gefühle übertrieben oder unangemessen sind. Deine Empfindlichkeit ist ein Teil von dir, sie macht dich zu dem Menschen, der du bist. Du nimmst die Welt einfach sehr viel intensiver wahr und das ist weder richtig noch falsch. Es ist einfach anders. Wenn dir jemand sagt, dass du zu empfindlich bist, ist das eine Verletzung deiner Persönlichkeit. Es ist, als würde dir jemand vorwerfen, du seist nicht normal und das tut weh. Nummer 2. Das bildest du dir doch nur ein. Dieser Satz trifft dich besonders hart, weil er deine Wahrnehmung in Frage stellt. Als hochsensibler Mensch nimmst du viele Dinge wahr, die andere vielleicht gar nicht bemerken. Ein schiefer Blick, eine subtile Bemerkung oder eine veränderte Stimmung im Raum – all das spürst du sofort. Doch wenn dir jemand sagt, dass du dir das alles nur einbildest, fühlt es sich an, als würde man deine Wahrnehmung in Frage stellen. Es ist, als würde dir jemand sagen, dass das, was du fühlst und erlebst, nicht echt ist. Das kann dich so sehr verunsichern und das Gefühl geben, dass du dir selbst nicht mehr vertrauen kannst. Nummer 3. Stell dich nicht so an. Dieser Satz klingt so simpel, doch er kann wie ein Schlag ins Gesicht sein. Es ist, als würde dir jemand sagen, dass du dich zusammenreißen und einfach weitermachen sollst. Doch für dich ist das nicht so einfach. Deine Emotionen sind intensiv und du kannst sie nicht einfach abschalten. Wenn jemand dir sagt, du solltest dich nicht so anstellen, fühlt es sich an, als würde man deine inneren Kämpfe ignorieren. Es fehlt an Verständnis und Mitgefühl für das, was du gerade durchmachst und das kann dich noch tiefer in deine Emotionen hineinziehen. Nummer 4. Du machst aus allem ein Drama. Dieser Satz verletzt dich, weil er suggeriert, dass du überreagierst und unnötig kompliziert bist. Doch das Drama, das andere in dir sehen, ist für dich einfach die Art und Weise, wie du die Welt erlebst. Was für andere vielleicht klein und unbedeutend erscheint, ist für dich eine große Sache, weil du die Dinge in ihrer vollen Tiefe fühlst. Du nimmst die Welt auf eine sehr emotionale und sehr intensive Weise wahr. Wenn dir jemand vorwirft, dass du alles dramatisierst, wird das, was dich als hochsensibler Mensch ausmacht, abgewertet. Es tut weh, nicht ernst genommen und akzeptiert zu werden. Nummer 5. Du musst härter werden. Dieser Satz klingt fast wie ein Befehl, der dir sagt, dass du dich ändern musst, um in dieser Welt zu überleben. Deine Sensibilität ist eine Stärke, keine Schwäche. Sie macht dich empathisch, mitfühlend und aufmerksam gegenüber den feinen Nuancen des Lebens. Wenn jemand dir sagt, dass du härter werden sollst, ignoriert er, dass du in deiner Sensibilität auch eine besondere Kraft trägst. Es ist nicht deine Aufgabe, dich der Welt anzupassen, sondern einen Weg zu finden, in ihr zu bestehen, ohne deine Sensibilität zu verlieren. Nummer 6. Du nimmst dir alles viel zu sehr zu Herzen. Das mag stimmen, aber das liegt daran, dass du alles intensiver fühlst als andere. Du nimmst dir die Dinge zu Herzen, weil du ein tiefes Mitgefühl hast und dich stark mit deinen Mitmenschen und deiner Umwelt verbunden fühlst. Wenn dir jemand sagt, du sollst dir nicht alles so zu Herzen nehmen, klingt das für dich wie eine Aufforderung, weniger zu fühlen. Doch das wäre, als würdest du einen Teil deiner Persönlichkeit auslöschen. Deine Empathie und dein tiefes Fühlen machen dich aus und vor allem auch besonders.
und es ist nichts Falsches daran, die Welt auf diese Weise zu erleben. Nummer 7. Das ist doch kein Grund, gleich traurig zu sein. Für andere mag es vielleicht keinen Grund geben, traurig zu sein. Doch für dich ist es anders. Deine Emotionen sind intensiv und manchmal auch unerklärlich. Du fühlst den Schmerz anderer Menschen, du spürst die Stimmungen um dich herum und manchmal überwältigen dich diese Gefühle einfach. Wenn jemand dir sagt, dass es keinen Grund gibt, traurig zu sein, nimmt er deine Emotionen nicht ernst. Es ist, als würde man dir sagen, dass deine Gefühle nicht echt sind. Doch deine Traurigkeit ist genauso bedeutsam wie die Freude anderer Menschen. Nummer 8. Du musst lernen, Dinge loszulassen. Dieser Satz trifft dich, weil er dir suggeriert, dass du zu sehr an Dingen festhältst. Doch als Hochsensibler weißt du, dass es nicht so einfach ist, loszulassen. Manchmal dauert es länger, bis du die Dinge verarbeiten und wirklich loslassen kannst. Es ist nicht so, dass du nicht loslassen willst. Du brauchst einfach mehr Zeit, um mit deinen intensiven Emotionen umzugehen. Nummer 9. Das Leben ist nun mal so. Dieser Satz klingt für dich wie eine Resignation, ein Akzeptieren von Schmerz und Unzufriedenheit. Doch du als hochsensibler Mensch weißt, dass das Leben viel mehr zu bieten hat, als sich einfach mit allem abzufinden. Dir ist es wichtig, tiefe Verbindungen aufzubauen und in allem einen Sinn zu finden. Wenn jemand dir sagt, dass das Leben eben so ist, fühlt es sich an, als würde er dir deine Hoffnungen und Träume nehmen. Nummer 10. Du musst einfach stärker sein. Dieser Satz setzt dich unter Druck, denn er vermittelt dir das Gefühl, dass du nicht stark genug bist. Doch was viele nicht verstehen, ist, dass es unglaublich viel Stärke erfordert, hochsensibel zu sein. Du gehst durch das Leben, während du alles tief fühlst und jede Emotion, jede Erfahrung in vollem Umfang erlebst. Es erfordert unglaublich viel Kraft, mit dieser Intensität zu leben. Wenn jemand so etwas sagt, versteht er nicht, dass du bereits unglaublich stark bist. Eine Stärke, die viele Menschen niemals verstehen werden. Nummer 11. Das ist doch alles nicht so schlimm. Für dich mag es tatsächlich schlimm sein. Was für andere unwichtig erscheint, kann für dich eine große Bedeutung haben. Wenn jemand dir sagt, dass etwas nicht so schlimm ist, fühlt es sich an, als würde er deine Wahrnehmung und deine Gefühle kleinreden. Doch deine Emotionen sind echt und es ist in Ordnung, wenn du etwas als schlimm empfindest, auch wenn andere sie nicht verstehen. Unser heutiges Fazit: Das Unverständnis der Welt. Es gibt viele Sätze, die Hochsensible nicht ertragen können, weil sie oft von Menschen kommen, die nicht verstehen, wie es ist, die Welt auf so tief empfundene Weise zu erleben. Diese Worte können verletzen, weil sie deine Realität und deine Emotionen in Frage stellen. Doch du weißt, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Hochsensibel zu sein ist keine Schwäche, sondern eine besondere Gabe, die dich mit einer Tiefe und Intensität durchs Leben gehen lässt, die andere oft verborgen bleibt. Es ist nicht deine Aufgabe, dich zu verändern. Es ist die Aufgabe der Welt, dich zu verstehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.